Graz. Er ist dort an der Universität am Institut für Geographie und Raumforschung beschäftigt und arbeitet schon lange, seit ca. 10 bis 15 Jahren schon zu solidarischer Ökonomie, hat auch viel publiziert dazu und ist auch ein Vertreter natürlich derjenigen Strömungen in der solidarischen Ökonomie, die sich mit dem Thema gesellschaftliche Transformation im weiteren Sinne beschäftigt. Daher erstmal herzlich willkommen, lieber Andreas. Ja, hallo. Danke, ja, dass du dieses Gespräch einrichten kannst. Ich bin schon sehr gespannt auf die Aktualisierung dieses Gesprächs, weil es hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr viel verändert in der Bewegung der solidarischen Ökonomie. Und ich möchte zunächst einmal dir die Gelegenheit geben, dich kurz selbst vorzustellen, deine Schwerpunkte vielleicht kurz zu benennen und dann würde ich mit der ersten Frage gerne beginnen. Ja, ich habe ursprünglich Ökologie studiert und habe deshalb eine hohe Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Naturverhältnisse, also wie Menschen und Gesellschaft insgesamt sich in Beziehung setzt zu natürlichen Produktionsbedingungen. Ich habe dann längere Zeit in einem privaten Büro gearbeitet, wo ich mit Fragen der Klimaforschung und der sozialökologischen Transformation befasst war und da hat eigentlich mein Interesse begonnen für solidarische Ökonomie. In etwa zeitgleich gab es da den ersten Kongress zur solidarischen Ökonomie 2006 in Berlin und da habe ich eigentlich Feuer gefangen und bin seitdem sehr stark bei dem Thema geblieben. In wechselndem Ausmaß konnte ich mich der Frage alternativen Wirtschaftens widmen, habe mich dann auch in die Commons-Debatte zu Gemeingütern vertieft, auch in die Debatte zu Postwachstum, Degrowth. Mit dem Grundeinkommen habe ich mich befasst. Das heißt, mich interessieren politische Rahmenbedingungen, aber auch konkrete wirtschaftliche Transformationsprozesse in kleinteiligeren Organisationen. Und so schwerpunktmäßig habe ich mich wissenschaftlich in den letzten Jahren ja mit Transformation befasst, also im Bereich von Ressourcenpolitik zum Beispiel, im Bereich der Landnutzung oder im Bereich der Stadtentwicklung waren so Beispiele. Ja, du verwendest ja den Begriff neue und alte solidarische Ökonomie. Was verstehst du? Naja, ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, ob man Genossenschaften, wie sie hierzulande mehr oder weniger bekannt sind, wirklich so strikt abtrennen kann von dem, was zumeist als solidarische Ökonomie verhandelt wird in sozialen Bewegungen im deutschsprachigen Raum. Und ich denke, diese Trennlinien sind nur sehr relativ zu ziehen. Also ich würde kurz gefasst sagen, dass diese neuen solidarischen Ökonomien, wie wir sie kennengelernt haben im Kontext sozialer Bewegungen eben seit 2006, ausgehend von Deutschland, also ich spreche jetzt von Leuten in Österreich, mit denen ich enger kooperiere, dass diese neuen solidarischen Ökonomien sich eigentlich vielfach beziehen auf die, wie ich sie nenne, alten solidarischen Ökonomien, die sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelt haben. Und wenn man da ein bisschen näher nachfragt und mehr liest zur Frage solidarische Ökonomie, dann kommt man drauf, dass ja beispielsweise in Brasilien die Akteure ganz stark beeinflusst waren und wahrscheinlich weiterhin sind von Entwicklungen in Europa. Da gab es also mehrere, wie soll ich sagen, Übersetzungsvorgänge bezüglich solidarischer Ökonomie zwischen beispielsweise Europa und Lateinamerika, sodass sozusagen Akteure, die in Europa vielleicht sich neu interessieren für solidarische Ökonomie, das Gefühl haben, ja, das ist etwas ganz Neues, das in Lateinamerika entstanden sei als Idee und allgemeine Praxis. Wenn man dann nachliest, also wie eigentlich in Brasilien Akteure zu solidarischer Ökonomie gekommen sind, dann waren die ganz stark beeinflusst von Beispielen im Baskenland, in der Emilia-Romana, haben intensiv kooperiert mit Akteuren, Genossenschaftsverbänden etc. Paul Singer beispielsweise, der frühere Staatssekretär für solidarische Ökonomie, der leider verstorben ist, der war fasziniert von Mondragon und so weiter. Also es gibt ganz viel, also Mondragon ist ein großer kooperativen Komplex im spanischen Baskenland, gibt also viele Querverbindungen und ich würde auch sagen, dass die genossenschaftliche Grundidee, was Burkhard Flieger als die Sozialform der Genossenschaft bezeichnet, demokratisches, bedürfnisorientiertes Wirtschaften auf Augenhöhe, dass diese Grundidee die gleiche ist in den alten solidarischen Ökonomien, wie sie heutzutage sehr stark auch institutionalisiert sind, in Genossenschaftsverbänden zum Beispiel und den neuen solidarischen Ökonomien, die in größerem Maße auch informell sind. Das ist so ein Unterschied. Aber ich würde kurz gefasst sagen,
kann man bestreiten, aber die neue solidarische Ökonomie ist eine Repolitisierung des Genossenschaftsgedankens. So würde ich es auf eine vielleicht ein bisschen kontroverse Kurzfassung bringen. Das ist interessant, weil die Genossenschaft, also zumindest in Deutschland zu Beginn dieser neueren Phase, wenn wir das jetzt mal auf 2006 beziehen, auf den Kongress in Berlin, den du genannt hast, da war es ja so, damals, soweit ich das mich erinnere, war ja noch dieses Bild der Genossenschaft sehr, sehr stark, dieses verstaubte, sehr stark institutionelle, eine Wirtschaftsform sozusagen der alten Herren, ja, so hat man es auch teilweise genannt. Und ich kann mich erinnern, dass damals noch sehr stark unterschieden wurde auch zwischen Genossenschaften und solidarischer Ökonomie und teilweise man auch noch darüber diskutierte, ob das überhaupt zusammengehört. Ja, also das war auch mein Prozess in dieser Frage. Das heißt, ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass es sich bei solidarischer Ökonomie um etwas ganz anderes handelt. Also wie gesagt, da hat sich meine Perspektive verschoben und ich glaube, da wächst etwas zusammen, was meiner Meinung nach zusammengehört. Also ich nenne sie eben alten solidarischen Ökonomien und die neuen solidarischen Ökonomien. Ich bemerke beispielsweise eine zunehmende eben auch Politisierung des Genossenschafts. Gedankens in seiner traditionellen Form, etwa im Bereich der Vereinten Nationen, auch im Wirken verschiedener Genossenschaftsverbände, die also ganz spannende Stellungnahmen jetzt entwickeln im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung beispielsweise, oder auch die Reduktion von Armutslagen im globalen Süden, oder wie man auf die neuen kollaborativen Ökonomien reagieren soll, eben mit genossenschaftlichen Modellen. Es tut mir leid, hier habe ich vergessen, mein Handy abzuschalten. So passiert es im digitalen Zeitalter. So, das mache ich jetzt aber. Das heißt, also einerseits gibt es da eine zunehmende Politisierung der traditionellen Genossenschaftsstrukturen. Andererseits beobachte ich, dass auch die neuen solidarischen Ökonomien sich zusehends interessieren für die Geschichte genossenschaftlichen Wirtschaftens und auch ganz alltagspraktisch die Rechtsform der Genossenschaft wird aus meiner Sicht zusehends aufgegriffen von neuen solidarökonomischen Akteuren. Ich glaube, die Trennlinie ist tatsächlich der Grad der Politisierung. Das heißt, ob Akteure solidarisches Wirtschaften in den Zusammenhang einer sozial-ökologischen Transformation stellen oder nicht. Und es gibt auch so eine soziale Milieudifferenzierung, die wahrscheinlich in Europa stärker ist als in anderen Weltregionen, wobei man liest das auch als Argentinien und Brasilien. Das sind durchaus verschiedene soziale Milieus, die hier miteinander interagieren oder eben sich voneinander abgrenzen. Ja, aber eine ganz wichtige Devise, ich denke jetzt auch nochmal beispielsweise an das internationale Jahr der Genossenschaften 2012. Das war jetzt für mich so ein Startpunkt, wo die Genossenschaften im Grunde versucht haben, oder nach langer Zeit sich mal wieder proaktiv in einen Prozess eingebracht haben, nachdem sie zumindest in Deutschland sehr lange so in der Warteposition waren und gedacht haben, naja, wer eine Genossenschaft gründen möchte, der findet uns schon, was nicht der Realität entsprach, ja. Auf diesem Hintergrund sind sicherlich auch, also in Deutschland ist ja auch ein Boom entstanden der neuen Genossenschaften, sagt man ja ab den 2000er Genossenschaften. Wie ist es jetzt bei euch in Österreich ganz konkret im Moment? Weil wir haben jetzt schon gesehen, dass immer das eine Land bewundert das andere, weil also bei uns hört man jetzt ganz oft, ja in Österreich sind sie ja alle schon sehr viel weiter als in Deutschland. Genau, das sind diese Übersetzungsprozesse, wo die Akteure sich wechselseitig inspirieren und vorantreiben, genau, und vielleicht manche Schwächen auch ausgeblendet werden in der Außenwahrnehmung. Also in Österreich würde ich jetzt mal sagen, entsprechen die großen Genossenschaftsverbände durchaus dem Bild einer verknöcherten Struktur, die sich wenig interessiert für gesellschaftliche Transformation, wenn überhaupt, die schwer zugänglich ist, die sicherlich, wie es oft heißt, sogenannte Degenerationserscheinungen aufweist, das heißt, wo die demokratischen Ansprüche ganz stark zurückgeschraubt worden sind, wenn sie überhaupt noch gelebt werden, abseits der Rechtsform, der grundlegenden gesetzlichen Erfordernisse. Und es zeigt sich auch, dass Genossenschafts
Betriebe einfach auch gegen die Genossenschaftsprinzipien verstoßen. Beispielsweise die Volksbank-Gruppe, die jetzt in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist, die hat ja, spekulative Geschäfte betrieben in Süd- und Osteuropa und hat da massive wirtschaftliche Probleme sich damit eingehandelt, und der Staat ist dann eingesprungen im Zuge der sogenannten Bankenrettung. Genau, und hat dann die Genossenschaftsstruktur aufgelöst, oder die musste aufgelöst werden. Und da gibt es eine ganz interessante Studie zur Krisenresilienz von Genossenschaftsbanken, speziell auch in Europa. Und da wird herausgestellt, dass Genossenschaftsbanken eigentlich krisenresilienter waren in den Jahren nach 2008, mit Ausnahme von Österreich. Und genau, also da gibt es große Probleme in diesen traditionellen zwei großen Genossenschaftsverbänden. Und es gibt auf der anderen Seite eben diese Annäherung, wie ich sage, zwischen alter und neuer solidarischer Ökonomie in Form eines neuen Genossenschaftsverbandes. In Österreich sind Genossenschaften verpflichtet, also die Organisationen, die genossenschaftliche Rechtsform tragen, sind verpflichtet, Mitglied eines Revisionsverbands zu sein, der die Funktion der Kontrolle hat, auch beraten sollte. Und es gibt jetzt einen neuen Revisionsverband Rückenwind, und der steht aus meiner Sicht den sozialen Bewegungen und den Transformationsanliegen sehr nahe und verbindet eigentlich Akteure aus dem traditionellen Genossenschaftssektor, alte solidarische Ökonomie, mit diesen ja, neueren, dynamischeren sozialen Bewegungen. Und da gibt es auch ganz spannende Mitgliedsorganisationen, die beispielsweise auch in der Plattformökonomie aktiv sind. Und da wird auch ganz stark über Symposien beispielsweise der Gedanke der gesellschaftlichen Transformation diskutiert, ausgehend vom oder in Kooperation mit dem Revisionsverband Rückenwind. Also überregional bekannt geworden ist ja auch der Heini Staudinger mit seinem Problem mit den Banken auch. Ja, also da ist vielleicht da an der Stelle auch der Zusammenhang. Und was natürlich aus unserer Sicht ganz toll ist, ist dieses Waldviertel, wo ihr es ja geschafft habt, eine regionale Identität herzustellen, die sich komplett auf die solidarische Ökonomie bezieht. Ja. Wie habt ihr das hinbekommen? Also ich bin nicht direkt involviert in diesen Prozessen, insofern möchte ich das Wir abschwächen. Gut, die Rolle von GEA und von Heini Staudinger, also der dieses Unternehmen lange Zeit geführt hat, da könnte man sicherlich zum Beispiel eine kritische Debatte anschließen, die aus Außensicht sozusagen vielleicht nicht so auf der Hand liegt. Das führt ein bisschen ins Detail. Auch die Vor- und Nachteile von Crowdfunding könnte man sicherlich auch kritisch diskutieren. Genau, das sind schon so Punkte, wo Beispiele inspirierend wirken, die sicherlich auch ihre Schattenseiten, Schwächen haben oder Entwicklungserfordernisse, sagen wir so. Das Waldviertel selber blickt ja auf eine längere Geschichte im Hinblick auf solidarische Ökonomie zurück, nämlich im Sinn der Alternativbetriebe, wie sie damals genannt worden sind. Also in den 80er Jahren gab es eine Phase einer sogenannten experimentellen Arbeitsmarktpolitik. Wie bitte? Das war eine Phase der alten Bewegung. Naja, das war im Prinzip eine Schnittstelle zu den heutigen Formen solidarischer Ökonomie, die eben den Genossenschaftsgedanken repolitisiert haben. Diese neuen solidarischen Ökonomien kommen ja aus diesen vielen Ansätzen nach 1968, sage ich jetzt einmal ganz grob, sowohl in Lateinamerika meiner Meinung nach als auch in Europa oder in Kanada. Auf alle Fälle, diese Alternativbetriebe in den 80er Jahren wurden damals für eine gewisse Zeit gefördert im Zuge dieser experimentellen Arbeitsmarktpolitik durch Sozialminister Alfred Dallinger. Und da gab es mehrere Beispiele, vor allem auch im Waldviertel, nicht nur. Und da ist eben auch die Schuhfabrik draus eigentlich entstanden. Also das war eigentlich ursprünglich ein selbstverwalteter Betrieb, der dann später vom Heini Staudinger gekauft worden ist und dann konventionell weitergeführt wurde. Das heißt, es gibt hier eine gewisse Tradition im Waldviertel, und ich denke, die ist bei einigen Akteuren, das sind ja zum Teil auch noch dieselben Personen, die da aktiv sind in dem Feld, nach wie vor präsent. Aber das muss man natürlich auch wieder thematisieren und hervorholen. Ja, aber eine Gegenthese zu dem Oppenheimer, der ja behauptet hat, und das hat sich ja sehr, sehr stark auch festgesetzt in der Sichtweise auf die solidarische Ökonomie, insbesondere auf die Genossenschaften, dass es ja dieses Transformationsgesetz besagt ja, dass eine Genossenschaft grundsätzlich scheitern muss, entweder weil sie zu groß wird und dann dem konventionellen kapitalistischen Unternehmen gleich wird, oder weil sie an den Marktgesetzen scheitert. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass dort eine lange Tradition von Alternativbetrieben schon dafür gesorgt hat, dass die ganze Region
in ihrer Identität sich verändert hat über die Jahrzehnte, spricht aber dagegen, oder? Also ob die Identität der Region sich so stark verändert hat, das weiß ich nicht. Das ja, würde ich nicht unbedingt erwarten, aber sagen wir so, es sind Anschlusspunkte. Also nach diesem langen Durchhänger, also in den 90er Jahren vor allem und darüber hinaus, sind das einfach Ansätze, die sozusagen in gewisser Weise noch präsent sind und an die man anschließen kann. Man kann neu diskutieren, nachdenken, was wurde damals falsch gemacht, was hätte man besser machen können, wie dem auch sei. Ja. Diese Betriebe sind aus verschiedenen Gründen gescheitert. Es war vielfach sicherlich die wirtschaftliche Tragfähigkeit unter den Bedingungen einer kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft, die da längerfristig nicht gegeben war. Zusammen, es waren auch die Ansprüche an die Selbstverwaltung oft sehr hoch. Das waren ja Menschen, die ohnehin schon unter Benachteiligungen zu leiden hatten. Vielleicht waren auch die Unterstützungsstrukturen dann letztlich doch zu schwach ausgeprägt. Vor allem hat sich aber auch der politische Wind dann gedreht, also im Zuge der neoliberalen Konterrevolution, wie sie genannt wurde, hat sich das politische Klima auch in Österreich verändert und diese Ansätze für ein anderes Wirtschaften sind einfach politisch auch nicht mehr unterstützt worden. Das Oppenheimer'sche Transformationsgesetz zielt eben auf diese ganz große Frage, inwiefern solidarische Ökonomien oder auch Genossenschaften im Speziellen wirtschaftlich tragfähig sind, auch in unter kapitalistischen Bedingungen, wobei man ja betonen muss, dass eben wir es nicht nur mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit zu tun haben, sondern wir haben ja den demokratischen Anspruch an Betriebe, das heißt die Frage, inwieweit Demokratie gelebt werden kann in solidarökonomischen Betrieben, die auch konkurrenzfähig sein müssen bis zu einem gewissen Grad unter gegebenen Bedingungen, und wir haben auch den politischen Anspruch an die solidarische Ökonomie, das heißt inwiefern kann sie wirklich gesellschaftliche Lernprozesse anstoßen. Bei dem Oppenheimer selbst war es ja so, dass der vollkommen überzeugt war von der politischen Bedeutung und auch von der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Genossenschaft. Das war bei ihm überhaupt nicht die Frage. Ja. Er hat vielmehr gesagt, wenn man sich ansieht, die großen Erfolge, die er betont im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts der Genossenschaft, dann erreicht sie das Ziel nicht, die gesamte Arbeiterklasse in ihrem Lebensstandard zu heben. Er sagt, die Genossenschaften haben große Erfolge zu verzeichnen, nur ein Narr könnte das bestreiten, meint er, aber das große Ziel sei doch, die Arbeiterklasse insgesamt in den Stand zu versetzen, ein gutes Leben zu führen und eben demokratisch über ihre Lebensbedingungen entscheiden zu können. Und da sagt er, da haben die Genossenschaften einfach nicht dieses Ziel nicht eingelöst, und da gibt er auch den damaligen vorherrschenden Meinungen in der kommunistischen Bewegung recht, wo er sagt, ja, also gemessen an dem, was erreicht wurde, muss man sagen, da gibt es ein Defizit, und er schlägt dann vor, die Siedlungsgenossenschaft als eine sehr umfassende Form genossenschaftlichen Lebens und Wirtschaftens, die seiner Meinung nach diese Defizite beheben würde. Das heißt, der Oppenheimer war grundsätzlich mal von der Tragfähigkeit und der Sinnhaftigkeit der Genossenschaft überzeugt, und bei ihm ist eigentlich sehr wichtig die Unterscheidung zwischen der Verkäufergenossenschaft und der Käufergenossenschaft, wo er meint, eine Käufergenossenschaft kann grundsätzlich alle Mitglieder, die sich dafür interessieren, aufnehmen. Also das Prinzip der offenen Mitgliedschaft kann dort eingelöst werden, ein grundlegendes Genossenschaftsprinzip, das damals schon formuliert worden war. Während insbesondere im industriellen Bereich, also darauf hebt er eigentlich ab, seiner Meinung nach Mitglieder nicht unbegrenzt aufgenommen werden können, weil es dann zu Absatzschwierigkeiten kommt, weil es müsse dann mehr produziert werden. Man muss den Preis vielleicht senken, um Absatzmärkte zu erschließen, dann kann man weniger an die Mitglieder auszahlen. Und das würde sozusagen dem Ziel der Genossenschaft, die Lebensbedingungen der Arbeitenden zu verbessern, widersprechen. Das heißt, er hat einen sehr spezifischen Problemfall vor Augen, und er hat eben ganz stark vor Augen diesen Anspruch der Genossenschaft, offen für alle Interessierten zu sein. Und er sagt, das geht nicht. Nämlich im Fall der industriellen Produktivgenossenschaft. Also da gibt es eine eigene Debatte zum Oppenheimer und zum Transformationsgesetz, und die müsste man nochmal differenzieren. So. Aber die grundlegende Frage, abgesehen vom Oppenheimer, besteht auf jeden Fall. Also inwiefern sind Genossenschaften, solidarökonomische Betriebe in der Lage, wirtschaftlich tragfähig zu sein unter schwierigen Bedingungen, weil eben konkurrenzgeprägten Bedingungen, und gleichzeitig eben demokratisch zu bleiben und politisch wirksam zu werden.
Da gibt es sicherlich viele Herausforderungen, die immer wieder neu zu bewältigen sind. Ich habe die Formulierung von Paul Singer in seiner Einführung in die solidarische Ökonomie, naja, wird woanders so zitiert, sehr instruktiv gefunden, wo er gemeint hat, solidarische Ökonomie ist kein Rezept, das man einmal umsetzt und dann läuft das alles wie von selbst, sondern er sagt, es ist ein täglicher Kampf gegen die Tendenz zur Degeneration. Also das ist eine sehr harte Formulierung, die aber darauf verweist, dass es einer großen Anstrengung bedarf, nicht nur wirtschaftlich tragfähig zu bleiben, sondern auch demokratisch sich immer wieder neu zu konstituieren. Und dabei spielen auch Lernprozesse eine Rolle, ne? Also die Mitglieder selber, das kann man ja auch schon bei den ersten Genossenschaften, den Konsumgenossenschaften sehen, die haben damals ja schon Wert gelegt oder in den ersten Prinzipien von Nordstell zum Beispiel hatten sie ja auch die Bildungsarbeit mit drin. Das ist im Lauf der Genossenschaftsgeschichte leider, muss man sagen, immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ich glaube, es war auch schon damals die Idee, dass diese innere Demokratie eines Unternehmens gelernt werden muss. Ja? Und das macht ihr in Österreich ja auch. Ihr bietet ja auch, ihr habt ja Kursangebote entwickelt für Leute, für Menschen, die solidarisch wirtschaften möchten. Was sind da so die Erfahrungen? Also ich habe eine Einheit gehalten als Workshop im Rahmen des KSÖ-Kurses für solidarische Ökonomie. KSÖ, das ist die Katholische Sozialakademie Österreichs, die schon in früheren Jahrzehnten immer auch ein Bildungsmodul hatte zu Genossenschaften damals. Jetzt im Zuge der sich weiterentwickelten Debatten gibt es also einen Lehrgang für solidarische Ökonomie. Und dort kommen also sehr verschiedene Menschen zusammen. Einerseits Menschen aus unternehmerischen Zusammenhängen, die sagen, also so wie man jetzt in üblichen Unternehmen wirtschaftet, das finde ich aus diesen und jenen Gründen unbefriedigend. Ich möchte also kooperativer wirtschaften. Es gibt Menschen aus NGOs, die das Gefühl haben, man muss mehr tun als politisches Lobbying, man muss auch wirtschaftliche Strukturen verändern. Es gibt Menschen, die sich für konkrete, praktische Projekte interessieren, also neue Wohnformen, Co-Housing, Baugruppen und so weiter. Also sehr relativ unterschiedliche Menschen kommen da zusammen und der Lehrgang bietet so einen ersten Überblick über Formen solidarische Ökonomie, aber auch über also eine konkrete Informationen zu praktischen Problemen, wie welche Rechtsform soll ein solidarökonomisches Projekt wählen, was ist zu tun, wenn man sich als Genossenschaft organisieren will beispielsweise. Oder wie, welche Funktion können solidarökonomische Initiativen im Rahmen der Gemeindeentwicklung haben, ist ein anderes Thema. Das heißt, es wird ein Einstieg geschaffen zur solidarischen Ökonomie. Es ist also kein fortlaufendes Beratungsangebot, das eigentlich notwendig wäre, glaube ich, um eben auch diesen Tendenzen der Degeneration auch immer so einen Reflexionsraum entgegenzusetzen. Du hast jetzt gesagt, es gibt sehr, sehr verschiedene Gruppen, die sich dafür interessieren. Ist das auch der, dein Hintergrund, warum du dich nochmal mit der katholischen Soziallehre beschäftigst? Die Enzyklika Laudato Si' von 2015 von Papst Franziskus hat ja einige Aufmerksamkeit erregt, auch in der ganzen Debatte um die große Transformation. Ja, wird ja auch im Zuge des beispielsweise des neuen Berichts Club of Rome zitiert. Was siehst du da für Möglichkeiten, die sich plötzlich in diesem Dialog mit der katholischen Soziallehre und also das heißt eben auch mit den christlichen Kirchen ergibt? Also die katholische Soziallehre ist insofern ein Hintergrund für mich momentan, weil ich ein Fellowship hatte an der katholischen Sozialakademie. Da geht es also um sozialethische Fragen. Wie soll Gesellschaft organisiert werden vor dem Hintergrund gewisser ethischer Prinzipien, die die katholische Kirche entwickelt hat im Verlauf der Jahrzehnte. Und da war mein Thema solidarische Ökonomie im Kontext von Transformation. Und ich habe eine überraschende Entdeckung gemacht, dass die katholische Soziallehre meinem Dafürhalten nach also sehr stark für Wirtschaftsdemokratie und deshalb auch für solidarische Ökonomie argumentiert. Und das nicht erst unter Anführungszeichen seit gestern, sondern seit den 60er Jahren, wo es also zu einer Demokratisierung, einer, sagen wir mal, relativen Demokratisierung der katholischen Kirche gekommen ist, also im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils und auch schon ein bisschen davor, wo die Päpste
und die sehen in der katholischen Kirche entscheidend, auch was die Sozialethik anlangt, wo die Päpste ganz stark Bestrebungen der Wirtschaftsdemokratie unterstützt haben, wo sie sagen, ja, im Mittelpunkt der katholischen Soziallehre steht die Entfaltung des ganzen Menschen, das heißt auch die Verwirklichung der Fähigkeiten, der Potenziale in der Arbeit, und dazu bedarf es demokratischer Entscheidungsstrukturen. Alle Menschen, die in einem Betrieb tätig sind, müssen den Arbeitsplatz aktiv mitgestalten können. Das ist also seit den 60er Jahren eigentlich ein Thema, das sich in verschiedenen Lehrschreiben wiederfindet. Sehr wichtig ist, finde ich, eine Enzyklika von Johannes Paul II., Laborem Exercens, in den 80er Jahren publiziert, wo also ganz klar, finde ich, Wirtschaftsdemokratie im Zentrum der Sozialethik überhaupt steht. Also dass die Frage, wie Arbeitsverhältnisse organisiert werden, wird da ins Zentrum der Sozialethik überhaupt gestellt von Papst Johannes Paul II. Und es ist ganz klar, dass er für wirtschaftsdemokratische Strukturen plädiert. Die nannte man damals nicht solidarische Ökonomie, aber ich denke, da kann man relativ unmittelbar daran anknüpfen. Und wie soll man sagen, der Fortschritt bei Laudato Si ist, finde ich, darin zu sehen, sehr grundlegend beispielsweise das Naturverhältnis der modernen Gesellschaft zu hinterfragen, also die Spaltung zwischen Subjekt und Objekt, der rein instrumentelle Zugang zur Natur, das wird ganz stark kritisiert. Weniger findet sich in Laudato Si jetzt eine Diskussion alternativen Wirtschaftens. Manchmal wird auf kleinbäuerliche Produktionsweise verwiesen, es wird darauf verwiesen, auf die Bedeutung von Gemeinschaft verwiesen, auch auf soziale Bewegungen. Aber ich denke, wenn man die katholische Soziallehre im Hinblick auf solidarische Ökonomie befragt, wird man in früheren Jahrzehnten fündiger. Das ist eine interessante Allianz, und ich glaube, wir brauchen die auch in der aktuellen Situation, eine wirklich breite Allianz von gesellschaftlichen Gruppen und Strömungen, die sich mit dem Begriff der internationalen Solidarität im Bereich der Wirtschaft unter diesem Begriff einfügen. Wie siehst du denn, wo siehst du die aktuell die größten Herausforderungen, sich wirklich solidarisch zu zeigen, ja, im Blick auf die großen Fragen, ich nenne sie jetzt einfach mal Klimakrise, aber auch Flüchtlingskrise. Wir hatten jetzt das Drama wieder mit Sea-Watch. Da geht es ja auch um Solidarität. Was glaubst du, wo sind die Hebel im Moment? Das ist eine äußerst große Frage. Also grundsätzlich bin ich mal skeptisch gegenüber der Hoffnung, es gäbe einen oder ein paar zentrale Hebel, die man irgendwie betätigen könnte, und dann würde sich alles zum Besseren verändern. Ich glaube, es sind viele verschiedene Veränderungen auf verschiedenen Ebenen notwendig, und es ist wichtig, die miteinander zu vernetzen und miteinander zu verbinden, und da gibt es viele Dynamiken, die einfach kein Akteur kontrollieren kann. Also hier ist auch sicherlich vieles. Da kann man nur hoffen, dass viele Veränderungen zum Besseren synergetisch zusammenwirken. Das heißt, das steht auch nicht in der Macht des Menschen oder sozialer Bewegungen, so einen Transformationsprozess zu planen oder irgendwie kontrolliert zu entwickeln. Also ich denke, es ist ganz wichtig, wirtschaftliche Strukturen zu transformieren. Es ist ganz wichtig, die öffentliche Debatte immer wieder zum Thema Solidarität hin zu verschieben, soweit das geht. Man muss die globalen Ausbeutungsverhältnisse immer wieder thematisieren. Man muss immer wieder darauf insistieren, dass unser sogenannter Wohlstand auf der Ausbeutung von Arbeit und Natur im globalen Süden in weitem Maße beruht, dass es historische Schulden am globalen Süden gibt, ökologische Schulden, soziale Schulden. Das heißt, die öffentliche Debatte ist wichtig. Es ist auch die Ebene der Gesetze sehr wichtig. Hier gibt es jetzt eine Störung. Das heißt, du bleibst explizit auch bei deinem Ansatz der Vielfalt und möchtest nicht so ein übergeordnetes Konzept der solidarischen Ökonomie entwickeln oder vertreten, wie das ja in anderen Ansätzen, sage ich mal Gemeinwohlökonomie oder Degrowth oder so, im Moment versuchen ja verschiedene Strömungen, so ein bisschen so ein übergeordnetes Konzept zu entwickeln. Das möchtest du nicht mit der solidarischen Ökonomie, oder wie siehst du das? Naja, ich finde den Ansatz von Luis Razzetto sehr, sehr gut. Der also schon vor geraumer Zeit, das heißt eigentlich in der Anfangsphase, wo solidarische Ökonomie als Konzept entwickelt worden ist und maßgeblich auch von ihm,
darauf insistiert hat, dass Solidarität eine grundlegende Bestandsvoraussetzung von Gesellschaft überhaupt ist. Das heißt, ohne Solidarität kann eine Gesellschaft überhaupt nicht existieren. Das heißt, solidarische Ökonomie ist so gesehen nicht das ganz andere, sondern eine Weiterentwicklung von solidarischen Beziehungen, wie sie ohnehin im Hier und Jetzt existieren. Und er betont ganz stark, dass es darum geht, mehr Solidarität auf verschiedensten Ebenen zu leben und zu institutionalisieren, weiterzuentwickeln. Aber eben mehr Solidarität im Betrieb, in den Haushalten, in der Gesetzgebung, im alltäglichen Umgang der Menschen miteinander, im Naturverhältnis und so fort. Das heißt, er fasst solidarische Ökonomie schon sehr, sehr weit gespannt. Betont aber gleichzeitig, dass es sich keineswegs nur um die Entwicklung wirtschaftlicher Betriebe handelt. Ja? Also solidarische Ökonomie in dem Sinn, ja, sehr umfassend, aber dann eben auch nicht nur der Aufbau wirtschaftlicher Betriebe oder alternativwirtschaftlicher Organisationen. Ja, Andreas, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.